Es gibt viele verschiedene Arten von Funk in unserem Alltag. Der Sprechfunk findet zum Beispiel bei der Polizei, bei Feuerwehr, bei Bussen, im Flugverkehr sowie auch im Hobby Anwendung. Handynetze, die auch auf Funkbasis arbeiten, sind weiter fast lückenlos verbreitet. Und die Informationsübertragung, wie zum Beispiel Rundfunk, Bildübertragung von drahtlosen Kameras oder auch Modellautofernsteuerung. Wir haben uns auf die Suche begeben und einige Beispiele gesammelt. Erst einmal, was ist Funk, Amateurfunklizenz und andere Fachbegriffe, die hier genannt werden? Eine kurze Erklärung. Amateurfunk nennt man Funken in einem Bereich, in dem man nur mit spezieller Lizenz, der Amateurfunklizenz, senden darf. Für die Einhaltung dieser Lizenzpflicht und anderer Vorschriften ist die Bundesnetzagentur, die in Fachkreisen auch Post genannt wird, zuständig. Sie kontrolliert das Einhalten des komplizierten Fachjargons sowie die technische Korrektheit der Sendegeräte. Das Amateurfunkband ist der Fachbegriff für die Bereiche, in die Frequenzen des Amateurfunks eingeteilt wurden. Die Bänder werden mit Zentimetern bzw. Metern bezeichnet. Sie liegen zwischen 23 cm und 160 Meter. Der Sprechfunk. Polizei, Feuerwehr, Bus- und Taxifahrer sowie Piloten nützen den Sprechfunk als kostengünstiges und mobiles Kommunikationsmittel. Wir haben bei diversen Leitstellen von Polizei und Feuerwehr verschiedene Informationen zusammengestellt. Die Polizeileitstelle. Hier kommen die Notrufe an. Der Einsatzbefehl wird direkt über Funk an die Fahrzeuge übermittelt. Die Polizisten brauchen keine Amateurfunklizenz. Sie werden nur in der Bedienung und der betrieblichen Abwicklung des Funkverkehrs geschult. Technische Kenntnisse, um zum Beispiel ein Funkgerät zu reparieren oder zu warten, haben Polizisten daher nicht. Für Funkamateure ist es nur im Notfall erlaubt, auf Polizeifrequenzen, die im 2-Meter-Band und 4-Meter-Band liegen, zu senden oder zu empfangen. Der Flugfunk. Im zivilen Luftverkehr nutzen Piloten und Tower Frequenzen im 3-Meter-Band bei 120 MHz. Das Militär sendet im 240 MHz-Bereich. Sowohl die Piloten als auch die Fluglotsen benötigen dafür ein Funkzeugnis. Bus-, Bahn- und Taxifunk. Der Busfunk findet im Frequenzbereich 150 MHz, etwas oberhalb des 2 Meter Amateurfunkbandes, statt. Busfahrer benötigen weder eine Lizenz, noch haben sie eine technische Einweisung. Sie benutzen das Funkgerät genauso wie Taxiunternehmen zur Kommunikation mit der Leitstelle oder untereinander. Der Bahnfunk dient genauso zur Verständigung und Koordination der einzelnen verschiedenen Fahrzeuge. Feuerwehrfunk. Feuerwehrleitstellen sind ähnlich organisiert wie die der Polizei. Feuerwehren und Rettungsdienste funken daher auch im selben Frequenzband 4 und 2 Meter. Wenn der Notruf in der Leitstelle ankommt, wird der Übersprechfunk an die zuständigen Ortsteilwachen weitergegeben, die dann die Fahrzeuge an den Einsatz herausgeben. Zur Reichweitenerhöhung benutzen Feuerwehr und Rettungsdienste sowie die Polizei eigene Relaisfunkstellen auf erhöhten Standorten. Der Sprechfunk als Hobby. Für den Jedermann-Bereich sind lizenzfreie Funkgeräte im 11-Meter-Band bei 27 MHz als sogenannten CB-Funk frei verkäuflich. Seit wenigen Jahren auch sogenannte PMR-Geräte
mit geringer Leistung und Reichweite knapp oberhalb des 70 cm Amateurfunkbandes. Größere Reichweiten erzielt jedoch der Amateurfunkdienst, bei dem auch hohe Sendeleistungen zulässig sind. Daher ist der Nachweis von Gesetzeskunde und technischen Kenntnissen durch eine Amateurfunklizenzprüfung nachzuweisen. Beim Funkhobby geht es in erster Linie nicht um den Informationsumtausch, sondern um den Spaß und die Vielfältigkeit dieser Beschäftigung. Bei Wettbewerben, den sogenannten Contesten, ist es das Ziel, so viele Funkkontakte wie möglich in einer vorgegebenen Zeit zu tätigen. Dabei wird das Rufzeichen der Gegenstation, die Frequenz und die Dauer des QSO, des Gesprächs, in das sogenannte Logbuch eingetragen, das an jeder Contest-Station vorliegen muss. Ortsvereine vom Deutschen Amateur Radioclub, kurz DARC, organisieren zum Beispiel solche deutschlandweiten Conteste. Aber auch im Straßenverkehr sieht man Autos mit Sprechfunkantennen. Funkkommunikation gewinnt nicht nur bei Feuerwehr und Polizei immer mehr Bedeutung, auch wird dies auf Baustellen, Dienstleistungsgewerbe, zum Beispiel Spedition und Taxibetriebe, als Kommunikationsmittel genutzt. Immer mehr Menschen besitzen auch ein Handy und nutzen es täglich zum Telefonieren. Aber auch Handys funktionieren auf einer Basis von Funkwellen. Antennen, die sich in solchen Kästen befinden, senden ein dauerhaftes Erkennungssignal aus. Sobald ein Handy sich in eine sogenannte Funkzelle einbucht, empfängt die Antenne, die dieses Gebiet abdeckt, die Erkennungssignale des Handys und meldet einer zentralen Stelle, dass sich dieses Handy in dieser Funkzelle befindet und Anrufe an diese Nummer in diese Zelle weitergeleitet werden sollen. Informationsübertragung. Aber auch Fernbedienung und drahtlose Kameras arbeiten mit Funkwellen. Insbesondere Rundfunkanstalten, also Fernsehsender, senden ihre Signale als Funkwellen aus. Auch Autofernbedienungen und andere drahtlose Systeme benutzen den Funkbereich. Der für solche Zwecke reservierte Frequenzbereich befindet sich im Amateurfunkband bei 433 MHz. Daher kann es durchaus mal passieren, dass das fernbedienete Garagentor von ganz von alleine auffährt, nur weil nebenan ein Funkamateur die Sendetaste betätigt. Umgekehrt stören auch viele industrielle Anwendungen den Amateurfunkbereich. Dies passiert vor allem durch die neuartige PLC-Technik, auch als Internet über das Haushaltsstromnetz bekannt. Fazit: Es funkt weit mehr in unserem täglichen Leben, als einem bewusst ist. Ohne Funk und drahtlose Kommunikation würde unsere technologisierte Welt nicht mehr funktionieren. Sich mit dem Funkhobby zu beschäftigen, ist daher so etwas wie Verständnis zu bekommen für wichtige Technologien, die sonst einfach als gegeben vorausgesetzt werden.